Herzlich willkommen zu einer anderen Folge KTR auf für den Marsch. Wir werden heute weitermachen im frühen Herbst, 12 Uhr mittags. Dazu schauen wir ganz kurz an, was wir gerade machen wollten. Die BKH Nord ist gut versorgt. Das Getreide ist leider noch nicht reif, das braucht noch ein paar Stunden. Ich schätze mal so gegen Nacht 2, 3 bis 4 in den Dreh. Also da kann man im Vorderweg noch vergessen. Wir werden weitermachen mit Gärreste ausfahren und später düngen. Hier schauen wir gleich mal nach Kursplay, ob der entsprechend Kurs ist nicht geladen. Dazu werden wir mal ganz kurz was passt. Oder das Feld Nummer 14. Düngen, Feld Nummer 17, 8, 14, Düngen. Das passt. Und jetzt gehen wir dazu, Überführung, Gärreste, BGH Nord. Ach hier. Das ist aber der gleiche Kurs. Anführungszeichen. So, 30 Meter, 30 Meter. Erholen, Überführung. Also mit der 14 Süd, Süd, ja, das passt. Der Düngersteuer ist bald da, den man gleich hätte herschicken wollen. Und mal schauen, was wir noch machen können. Unsere Fahrzeuge sind ein bisschen leise. Die Regler ein bisschen hoch. Kurz speichern und gleich geht's weiter. Das schien mir so, wenn die Musik ein bisschen laut war. Aber jetzt passt das. Gut. Also, das geht nichts. Also, arbeitmäßig. So, mal schauen wir mal, was wir noch alles an Arbeit haben. Dann brauchen wir es heute nicht lange. Muss ich mal einstellen, neu. Gut. 3 dann rauf und dann ein Ziel oder was? Nee. Ist soweit alles im Wachstum, bis auf, ja, wächst alles, bis auf die 14. Da ist gepflanzt noch nicht zu erkennen. Und da ist nämlich Gras drin. Ansonsten haben wir gut gedüngt. Hier ist ein bisschen viel Unkraut, aber gut. Naja, was soll's. Zwei, was haben wir auf 3?
3 drauf. Der wird gefragt. Zwiebel noch nicht. Da muss man gleich mal hingehen. Trinkale, ja, sag doch. So, schauen wir unsere Kühe an. Das war so schnell, können wir Wasser laufen gehen. Aha, aha, da ist das nicht. Verkehrte Richtung. So, zurück zum Hof. Das ist nicht Hof. Hier, 4-3. So, genau, unsere Kühe, mal schauen. Und was hier unsere Gerste macht auf Feld Nummer 2. Wachstum, naja. Entschuldigung. Stroh könnte man reinfahren. So, dann brauchen wir einen Traktor. Haben wir hier einen freien Traktor? Ich habe ja 2 in Vorbereitung zum Mähen auf Feld Nummer 12. Das warte noch eine Stufe ab, dass noch eine Stufe wächst. Tja, Traktoren haben wir gar nicht mehr, ne? Gut, den fahren wir voll machen. Und dann können wir die Kühe gleich Stroh geben, Wasser. Gleich voll machen. Dann ist das nicht mehr erledigt. Dann den Zente kann auch noch rein. Dann stellen wir hier mal hin. Da fährt ja niemand lang. Holen wir den Anhänger für Stroh und Futter. Das steht nämlich hier. So, Blindflug. Da war noch Stroh drinne. Deckel auf. Milch verkaufen können wir auch noch. Ja, weil der Sache zu groß ist. Jo. So, da haben wir schon drinne. Schauen wir den Rest gleich an. Wasser könnte man noch machen. Gas, Holz, Lade genug da. Mischration auch. 90 Kilo und 90%. So gesund war ich noch nie.
0,6, 0,7. Aber hierfür muss man auch einen Anhänger verwenden, den man besser einparken kann. Oder ich baue mir hier eine kleine Halle hin zum Durchfahren. Aber gut, mein gute 4 gerade wird noch ein bisschen dauern. Deswegen sagen wir von vornherein, das lohnt sich jetzt nicht groß was umzubauen. Hallenmäßig. Aber ja, gut, wir haben so ein bisschen Flaute jetzt. Ne? Wir haben zwar eine Ernte drin und Weizen, aber Weizen verkaufen jetzt ist ungünstig. Da stimmt der Preis nicht. Oder sehen wir nichts. Viel brauchen die ja nicht. Aber hier mal 5. Gleich ein bisschen aus, wieder auf 18 auf 15 gehen oder auf 1 fahren. Dann werden wir den LKW holen. Der für Feldnummer 2 steht. Damit wir uns den Milchanhänger schnappen können. Ich dachte ja, das ist alles ein bisschen früher reif wird, aber Pustekuchen ist nicht. Das wird nachts passieren. Also unseren Weizen sehe ich schwarz. Also die anderen Felder sehe ich schwarz. Glaube nicht mehr dran, dass wir reif kriegen und unter der Erde kriegen. Aufgrund meines Fehlers, dass ich das schlafen gegangen bin. Vermute ich mal, dass es Probleme gibt. Mit Ziesen und Wachstum. Vermute ich. Weil das ist ja ziemlich zu spät, kann man sagen. Kriegen wir noch Wasser drin oder Wasser drin? Leer. Gut, dann können wir gleich Milch holen. Und die Milch verkaufen. Wir sind in die andere Richtung, Kollege. Jetzt passt. Milch. Das weiße Gold. Die Kühe. Ja, bin ich echt gespannt mit unseren weiteren Früchten wie Mohn und Hopfen. Das klappt. Glaube eher nicht. Wir haben jetzt früher Herbst, Mitte Herbst kommt auch noch. Später Herbst, naja, gut. Könnte noch sein.
Laut Anzeige für Season sollen wir ja noch bis zum Winter ernten können, ne? Also Weizen zum Beispiel, Gerste, Hafer. Gut. Macht sein. Da kann man sogar aussehen. So, aber hier bei Kartoffeln, Aussaat im Winter? Das kann nicht sein. So drüben auch nicht. Nicht logisch, Kartoffeln frühestens im April, Ende April, Anfang Mai manchmal sogar erst, wenn es zu kalt ist. Die würden zwar keimen und auch auswachsen im Frühjahr, aber wenn später Frost kommt, dann ist mit einem Schlag alles weg. Gut, Milch, wohin die Milch? Das wollten wir gucken. So. Und da können wir auch zur Molkerei fahren. Da das mehr vor der Haustür, die paar Cent. Der Preis fällt zwar gerade für die Molkerei, aber wenn das hier reif wird, das glaube ich bald nicht mehr. Dann muss ein Wunder geschehen. Oder hier, Hopfen. Lasst mich überraschen. Da ist die Molkerei. Oh, mal gefahren. Ah, er schiebt aber gewaltig. Rätz. Oh, da rennt eine gute Stube hier. Ist noch nicht drin im Trigger. Gibt ein bisschen Geld. Dann holen wir gleich Wasser für die Kühe nochmal. Da wir ja die Ernte morgen starten und dann dafür keine oder wenig Zeit haben, um die Kühe zu kümmern. So, wir da, wir zurück. Und die Zeit ist abgelaufen. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao.